Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Nachtvorlesung nachgefragt, Ihrem Internetinformationsmagazin von uns, von Asklepios. Sie kennen unser Format hoffentlich schon. In jeder Sendung gibt es von uns für Sie das Wichtigste zu einem bestimmten medizinischen Thema, zum Beispiel zu einer bestimmten Erkrankung. Aber wir informieren Sie auch immer mal wieder über neue Therapieformen. Und um eine solche soll es heute bei uns gehen. Wir möchten Sie schlau machen rund um die multimodale Schmerztherapie. Und zu diesem Zweck begrüße ich an meiner Seite wieder fachkundigen Besuch. Herzlich willkommen in diesem Fall an Dr. Hans-Peter Köhler, den Chefarzt der Neurochirurgie und den Leiter des Wirbelsäulenzentrums Hamburg-West im Asklepios-West-Klinikum Hamburg-Rissen. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Köhler. Hallo, Frau von Tiedemann. Vielleicht zum Anfang erstmal die grundlegendste, wichtigste Information. Was ist denn eine multimodale Schmerztherapie genau? Eine multimodale Schmerztherapie beinhaltet schon das Wort Multi, also mehrfacher Ansatz. Dass es eben nicht nur von einem Arzt oder von einer Abteilung ausgeht, sondern dass verschiedene Fachdisziplinen daran beteiligt sind. Mhm. Wir von Seiten der Neurochirurgie, wir betrachten natürlich den Patienten sehr vom Somatischen, also findet man eine Ursache für den Schmerz. Die Wirbelsäule ist der häufigste Grund, wo wir auch operativ immer tätig werden können. Aber es gibt natürlich sehr viele Patienten, die zwar bestimmte Veränderungen in der Wirbelsäule zeigen, aber dafür die Schmerzen, die die Patienten äußern und die Schmerzen, die natürlich auch das Leben beeinträchtigen dieser Patienten, deutlich übertönen als das, was in den Bildern zum Beispiel zu finden ist. Mhm. Das bedeutet, dass wir alleine von der Neurochirurgie nicht ran können oder das reicht nicht aus. In dem Falle machen wir das in einem Team mit Psychologen, mhm, Psychosomatikern, mit Krankengymnasten, mit Ergotherapeuten, wo wir im Team versuchen, mit dem Schmerztherapeut zusammen einen Weg zu finden, dem Patienten halt aus diesem Dilemma, aus diesem Schmerzkreis herauszukommen. Und da ist halt der Ansatz, also mehrfacher Ansatz, dem Patienten ein Stück weiterzuhelfen. Das heißt, Sie leisten auch so ein Stück gemeinsame Detektivarbeit, möchte ich es mal nennen, um genau die Ursachen erstmal festzustellen und darauf bauen, dann die bestmögliche Therapie herzustellen, sage ich mal. Genau, Sie haben schon das Stichwort gegeben. Es geht darum, dass Schmerzen auf der einen Seite natürlich auftreten können, ausgelöst zum Beispiel durch einen Bandscheibenvorfall. Aber bei vielen Patienten ist dann die Ursache so, dass zwar ein Ereignis vorliegt, das im Körper Schmerzen auslöst, aber zum Beispiel, wenn ich das jetzt über ein halbes Jahr oder über ein Jahr habe, diese Schmerzen, dann verändert sich natürlich insgesamt die Person, die Psyche. Der Mensch leidet natürlich sehr stark darunter. Er wird zunehmend depressiv, er zieht sich zunehmend aus seinem Leben zurück. Der geht kaum mehr einkaufen, er trifft kaum mehr Freunde, er arbeitet nicht mehr. Das heißt, das ist halt ein multifaktorielles Geschehen und entsprechend braucht man dann natürlich mehrfache Fachleute, die dann da herangehen und eine Analyse machen. Und das können wir halt in einem Team, das so zusammengestellt ist, ja gut. Ist ja auch nochmal eine Bestätigung für die sich immer weiter verbreitende Erkenntnis, dass Körper und Seele einfach nicht voneinander zu trennen sind. Man muss immer eigentlich ganzheitlich den Menschen angucken, um langfristig auch Erfolg zu haben. Genau, Sie sagen das schon. Man darf sich nicht nur einfach auf irgendwelche Röntgenbilder verlassen, sondern man muss eben den Menschen erstmal zuhören. Also der Mensch, der zu einem kommt, der hat natürlich eine bestimmte Biografie von Kindesbeinen bis zum entsprechenden gestandenen Manager oder auch Fleischereifachverkäufern, ist völlig egal, welcher Beruf es ist, wo natürlich jemand etwas erlebt hat in seinem durchlaufenden Lebensabschnitten und was natürlich auch zu Beeinträchtigungen kommen kann. Also dann kommt vielleicht ein Unfall hinzu und nach diesem Unfall plötzlich treten eben nicht beherrschbare Schmerzen auf. Und dann muss man eben auf die Suche gehen, womit hängt das alles zusammen und wie können wir und womit kann man diesen Menschen wieder aus diesem Strudel herausholen, wieder auf die, sag mal, in das Leben zurückbringen, ein Stück Lebensqualität wieder zurückgeben. Und das kann man halt nur im Team. Welchen Menschen können Sie denn mit der multimodalen Schmerztherapie besonders gut helfen? Sie haben es, glaube ich, schon angesprochen, lange müssen schon Schmerzen da gewesen sein. Heißt das für chronische Schmerzpatienten ist es am besten? Ja, also es kommt natürlich speziell bei diesem Therapieansatz der multimodalen Schmerztherapie der chronische Schmerzpatient in Frage. Darauf ist es abgestimmt, das Therapieverfahren. Das heißt, Patienten, bei denen zum Beispiel schon längere Zeit verschiedene
Verfahren, also Schmerztherapieverfahren versucht wurden, also erfolglos versucht wurden, sei es jetzt eine unimodale, also eine einfache Schmerzbehandlung mit Schmerzmitteln oder dass die auch schon mal von einem Arzt eine Infiltration bekommen haben oder dass Akupunktur, verschiedene Verfahren angewendet wurden, die aber nicht erfolgreich waren. Und daran kann man dann schon sehen, dass mehrere Anlaufstellen halt stattgefunden haben, was natürlich auch sehr viel Geld verschlingt. Also das ist ein weiterer Faktor. Der Patient ist in dem Sinne nicht mehr richtig einsatzfähig oder auch in seinem Alltag in keinster Weise mehr. Weil er von Arzt zu Arzt rennt. Weil er von Arzt zu Arzt rennt und er kommt kein bisschen weiter. Und die Spirale zieht ihn immer weiter nach unten, er zieht sich immer weiter zurück. Und damit ist in dem Sinne eine Voraussetzung, wo Patienten sich dann bei uns auch vorstellen können. Das kann man ja an dieser Stelle nochmal ganz deutlich machen. Kann man Sie zu Recht loben, Herr Dr. Köhler. Im Asklepios Westklinikum Rissen ist diese multimodale Schmerztherapie ansässig und ganz wichtig, auch alles unter einem Dach. Das heißt, die Patienten kommen zu Ihnen, werden stationär aufgenommen. Über die Inhalte der Therapie sprechen wir gleich. Aber dieses Gerenne von Arzt zu Arzt, was ja auch mürbe macht, was einen verzweifeln lässt, das fällt auf jeden Fall schon mal weg. Ja, korrekt. Die Patienten stellen sich bei uns ambulant vor. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Das heißt, wir müssen die Patienten vorweg auch einmal also sehen und untersuchen, fachärztlich. Das geschieht in der neurochirurgischen Ambulanz. Das ist ganz wichtig. Wir sehen natürlich sehr viele Patienten im Jahr, um die 3000, die zum Teil operiert werden. Aber ein kleinerer Anteil, der kann und sollte auch nicht operiert werden, weil man ihm damit auch nicht weiterhelfen könnte. Da wäre jede Operation umsonst und der Patient würde danach wieder genauso fortbestehende Schmerzen haben. Die Patienten stellen sich als bei uns vor und dann führt man ein Vorgespräch, macht die Untersuchung, eine neurologische Untersuchung, guckt sich die ganzen Bilder an, also alle Befunde, die der Patient hat, die natürlich auch schon gesammelt, häufig auch einen gewissen Stapel schon ergeben, weil also verschiedene Ärzte aufgesucht wurden. Wir machen uns also somit ein Bild und dann bestellen wir den Patienten zur stationären Behandlung ein. Das bedeutet, der Patient wird dann aufgenommen und verbleibt mindestens eine Woche, manchmal auch ein bisschen länger, und wird dann in einem Team, wie Sie schon gesagt haben, im Hause haben wir verschiedene Abteilungen, die im Team zusammenarbeiten, also Psychosomatiker, Psychologen, die physikalische Therapie mit Krankengymnast und Ergotherapeut, Sporttherapeut, und von unserer Seite aus, wo wir entsprechend mit Interventionen tätig werden, dann. Erklären Sie noch mal kurz Intervention. Die Intervention ist im Prinzip eine Infiltration, also wo man mit Spritzen versucht, an dem verursachenden Schmerzsymptom tätig zu werden. Wir sehen auf den Röntgenbildern häufig Verschleißerscheinungen. Also je älter der Patient ist, umso mehr nimmt das zu. Und es gibt bei Patienten die ein oder andere Stelle an der Wirbelsäule oder am Schultergelenk oder am Knie oder wo entsprechend Verschleiß vorliegt, was auch zu diesem Schmerzereignis führen bzw. was das verstärken kann. Und durch eine Intervention, durch diese Infiltration, also wo eine Spritze gegeben wird, die machen wir zum Teil frei Hand oder wir machen das am Computertomogramm, wo wir die Spritze auf einen Millimeter genau setzen können. Damit wollen wir also all das zusammen im Team, eine Schmerzreduktion, eine Verbesserung der Lebensqualität bei den Patienten erreichen. Ich erinnere mich an eine Patientin, die ich zu diesem Thema letztens mal interviewt habe und die immer eine große Angst vor Spritzen hatte. Ich glaube, meine Damen und Herren, der eine oder andere von Ihnen wird sich darin wiedererkennen. Aber da kann man ja auch, glaube ich, ein Stück weit Entwarnung geben. Diese Spritzen, die tun wirklich wenig weh, oder? Das habe ich der Dame auch wirklich abgenommen, was Sie gesagt haben. Ja, also das ist schon so, dass wir natürlich versuchen, den Patienten so wenig wie möglich dort, zu beeinträchtigen. Und wir verwenden ganz dünne Nadeln und von der Technik her kann man auch entsprechend eine lokale Betäubung direkt im Haut, im Einstichsbereich schon mal geben, also sodass wirklich die Behandlung für den Patienten nicht nochmal eine zusätzliche Tortur darstellen sollte. Kann man sagen, von den vielen Elementen, die Sie bereits aufgezählt haben, die zur multimodalen Schmerztherapie dazugehören, dass es so Hauptsäulen gibt? Welche sind die entscheidenden Komponenten? Und warum, ist glaube ich auch ganz wichtig mal zu erwähnen, bekommt jeder Patient wirklich alles? Es reicht nicht da, hier und da was rauszupicken, um wirklich zu helfen. Also es ist ganz wichtig, dass wir, wie schon erwähnt, den Patienten uns speziell anschauen im Team. Also wir setzen uns hin, wir machen eine gründliche Anamnese, das heißt, die Vorgeschichte des Patienten wird
besonders unter die Lupe genommen. Also was hat, ist alles passiert, ob es Unfälle oder Operationen gab. Mhm. Dann das Nächste, das ganz Wichtige ist, dass wir die ganzen Schmerzmittel, die ein Patient nimmt, zum Beispiel unter die Lupe nehmen, um zu gucken, gibt es eventuell Interaktion zwischen diesen Medikamenten. Also passen die überhaupt gar nicht zusammen. Das gibt es auch häufig, dass die sogar miteinander konkurrieren, bestimmte Schmerzmittel. Das ist eine ganz wichtige Komponente, weil wir wollen auf der einen Seite die Schmerzmittel optimieren und zum anderen versuchen wir auch in dieser Woche, womöglich Schmerzmittel zu reduzieren. Das ist ja super. Das ist ja was, was man teilweise vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte standardmäßig nimmt, ne? Vielleicht. So ist es. Es gibt Patienten, die schon zum Teil an bestimmte Medikamente gewöhnt sind oder, das erlebt man auch, dass durch Medikamenteneinnahme zum Beispiel Schmerzen auch verursacht werden. Das weiß man. Zum Beispiel bestimmte starke Opioide, die auch Kopfschmerzen verursachen. Mhm. Also hier geht es darum, erstmal eine Sichtung zu machen, erstmal zu gucken, wie kommt der Patient bei uns an, also was ist überhaupt die Ursache, beziehungsweise wie sind die ganzen Dinge entstanden. Und dann setzt man sich im Team zusammen und macht einen Behandlungsplan. Der Patient hat dann einen Plan, zum Beispiel über eine Woche, was er alles zu machen hat. Das Wichtige ist dann als nächsten Schritt, dem Patienten, wenn er einigermaßen beweglich ist, und dafür möchten wir auch wiederum sorgen, ihn aus diesem Kreislauf heraus wieder in Bewegung zu bringen. Denn das schwierigste Problem ist, wo sich ein Schmerzpatient zurückzieht, ist, wenn ich Schmerzen habe, bewege ich mich nicht. Ich ziehe mich immer weiter aus dem Leben zurück. Ich bewege mich nur noch wenige Meter, womöglich nur noch in der Wohnung. Und Teufelskreis. Ein Teufelskreis, genau. Mhm. Und wir versuchen also, diesen Stück für Stück zu durchbrechen. Also wir bringen ihn wieder auf die Beine. Wir versuchen ihn auch in der Gruppe zum Beispiel wieder an bestimmten Sportgeräte zum Beispiel wieder in Bewegung zu bringen, dass er vielleicht auch ein Stück wieder Spaß hat an dem Bewegungsablauf. Mhm. Der nächste Schritt ist, einige Patienten sind im Beruf oder waren im Beruf, sind jetzt aber zeitweise zum Beispiel heraus durch dieses Schmerzereignis, dass wir versuchen auch wiederum eine Beratung zu machen dahingehend, was kann am Arbeitsplatz zum Beispiel auch Schmerzen verursachen. Wenn ich den ganzen Tag am PC sitze und immer nach rechts rüber gucke und die Tastatur gerade ist, dann ist klar, der ist dann zwar gut beim Rückwärtsfahren, aber die Schmerzen sind natürlich verursacht, bedingt durch eine Fehlhaltung am Arbeitsplatz. Und solche Dinge gilt halt auch zu analysieren, wo oder wie ist so etwas entstanden. Mhm. Ein Kraftfahrer, der vielleicht, oder ein Busfahrer, der natürlich vielleicht häufig durch Schlaglöcher oder durch die entsprechenden PKW ist halt entsprechend auch eine belastete Wirbelsäule hat. Da kann man zum Beispiel auch einen anderen Stuhl bzw. Sitz organisieren. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, dort anzusetzen, um auch etwas zu verändern an der Grundstruktur, die auch so einen Schmerz verursachen kann. Und ganz pragmatische Tipps auch für nach Ende der Therapie, dass die Leute nicht gleich wieder in dieselben Fallen sozusagen reintappen, ne? Das ist mit das Wichtigste, was Sie jetzt gerade auch schon wieder angesprochen haben. Wir sind natürlich in dieser Kürze der Zeit nur ein Analysator, beziehungsweise wir versuchen natürlich etwas zu verändern. Aber der Patient muss natürlich genau, wie Sie schon sagen, auch dabei bleiben. Viele Patienten, die auch operiert sind, die bei uns operiert sind und die dann sich nach einem halben Jahr wieder vorstellen, die berichten dann, wenn sie mit ihrem Sport, also mit ihrer Fitness in irgendeiner Form aufgehört haben, kehrt der Rückenschmerz zurück. Also es ist unbedingt wichtig, in Bewegung zu bleiben. Und es gibt ja ein schönes deutsches Sprichwort, wer rastet, der rostet. Mhm. Das kommt hier eben zutage und die Patienten, wie gesagt, die werden sofort bestraft, wenn sie eben nicht weiterhin also in irgendeiner Form beweglich bleiben. Mhm. Also Sie bringen während des durchschnittlich einwöchigen stationären Aufenthalts im wahrsten Sinne des Wortes in Gang und alles Weitere findet dann auch den Weg. Das ist genau natürlich unser Ziel, aber Sie können sich vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist. Und wir haben Patienten, die zu Fuß ganz normal reinkommen, wir haben Patienten, die mit Unterarmgehstützen kommen und wir haben Patienten, die kommen mit dem Rollator. Und ganz wenige, die sitzen auch im Rollstuhl. Das heißt, man muss natürlich immer, wie schon am Anfang des Gesprächs erwähnt, den Patienten, den einzelnen Patienten vor allem, sich genau anschauen und für den eine individuelle Lösung finden. Mhm. Also man kann hier nicht, sagen wir mal, standardisiert für alle das Gleiche, sondern man muss eben dann sich Zeit nehmen, und das ist im Team hier der Fall, dass wir uns Zeit nehmen für den einzelnen Patienten, um ihm ein Stück wieder weiterzuhelfen.
Können Sie ganz generell mal erzählen, wie erfolgreich die multimodale Schmerztherapie denn ist und wie Sie das Ganze überhaupt messen können? Wir messen das in dem Sinne, dass wir vorweg schon mal einen Fragebogen von dem Patienten ausgefüllt zurückbekommen. Mhm. Wir versuchen herauszufinden, ob eine Depression vorliegt. Das kann man auch entsprechend standardisiert machen. Dann wird unsere Behandlung, jeden Tag fragen wir die Patienten, wie doll der Schmerz ist. Also man muss es bewerten in einer Skala von 0 bis 10 zum Beispiel. Mhm. Und dann kann der Patient sagen, wenn er kommt, zum Beispiel ich habe 8 von 9 oder 10 von 9 von der Skala habe ich Schmerzen, beide eingenommen Schmerzmedikation. Und im Laufe der Woche können wir dann sehen, sind wir erfolgreich oder nicht, indem wir das immer wieder nochmal abfragen und versuchen, subjektiv natürlich vom Patienten ausgedrückt, aber wo wir natürlich erfahren, wie ist der Schmerz, sind wir erfolgreich, sind wir auf dem richtigen Weg, mhm, oder müssen wir entsprechend etwas ändern. Mhm. Und die meisten Patienten, die profitieren schon sehr gut, denn wenn sie nach Hause gehen, wollen wir natürlich auch nochmal wissen, wie weit hat es ihnen geholfen. Wie gesagt, Schmerz ist subjektiv und der Patient aber selbst, der muss zum Ausdruck bringen, ich bin jetzt wieder ein gutes Stück weiter oder es hat sich für mich ein Stück wieder etwas normalisiert, dass ich wieder spazieren gehen kann. Und dieses wollen wir natürlich auch später nochmal abfragen, mhm, nach 3 Monaten, dass man nochmal eruiert, wie ist es denn jetzt im Alltag? Sind Sie genauso häufig noch bei den Ärzten oder sind Sie womöglich wieder zurückgekehrt in den Beruf oder besuchen Sie zum Beispiel auch wieder Ihren Sportverein oder Ihre Skatrunde? Denn das sind ja alles, sagen wir mal, alltägliche Dinge, aber für die Menschen, die da betroffen sind vom chronischen Schmerz, die machen das alles meistens nicht mehr. Mhm. Die haben sich komplett zurückgezogen. Und das ist halt unser Ziel, die Menschen wieder in den Alltag hineinzubringen. Sie haben jetzt so viel Gutes von der multimodalen Schmerztherapie erzählt, dass ich mich an dieser Stelle kurz mal frage, wo denn überhaupt noch die Vorteile einer, sage ich mal, konventionellen Schmerztherapie liegen, wie wir alle sie ja eigentlich so kennen. Also gibt es trotzdem noch Patienten, denen eine, sage ich mal, ganz herkömmliche Runde Hausarzt und so weiter hilft? Wie müssen wir uns das vorstellen? Sonst sagen alle ab jetzt nur noch, ich möchte bitte eine multimodale Schmerztherapie haben. Ja, die multimodale Schmerztherapie ist natürlich, wie schon vorhin erwähnt, eigentlich für Patienten, die chronische Schmerzen haben, also Schmerzen, die länger als 5, 6 Monate schon bestehen. Die Patienten kommen und haben meistens 1 Jahr, 2 Jahre Beschwerden. Die normale Schmerztherapie, dass man ein Schmerzmittel nimmt oder ein zweites, das ist für Patienten, wo akut ein Schmerz aufgetreten ist. Sei es jetzt, dass sie einen Unfall hatten oder einen Beinbruch. Da muss ich natürlich einfache Schmerztherapie, Vorsorge als Arzt betreiben, indem ich jemandem Schmerzmittel aufschreibe. Und wenn eins nicht reicht, schreibt man ein Kombinationspräparat auf. Also da hat es einfach hier beim ganz normalen Unfall oder Bagatelltrauma oder Bandscheibenvorfall, die Patienten, also die sind dafür prädestiniert, mhm, so eine Therapie zu machen. Also chronische Schmerzpatienten, für die ist die multimodale Schmerztherapie ein echter Ausweg, ein möglicher Ausweg. An wen können die sich wenden? Die Patienten wenden sich am besten an die neurochirurgische Ambulanz im Asklepios-West-Klinikum. Wir sehen pro Jahr über 3000 Patienten, wobei nur ein, sagen wir, kleinerer Anteil Patienten mit chronischen Schmerzen sind. Der größte Anteil sind Patienten, die wir operieren, wo also wirklich ein ausgeprägter Bandscheibenvorfall oder eine Spinalkanalstenose vorliegt. Aber wie gesagt, ein Anteil der Patienten haben auch chronische Schmerzen, die wir dann stationär dann aufnehmen. Wie sieht es denn eigentlich mit der Kostenübernahme bei dieser Art von Schmerztherapie aus? Stellen sich die Krankenkassen da in Anführungsstrichen manchmal noch ein bisschen an? Oder wenn man zu Ihnen ins Westklinikum kommt, hat man da eigentlich keine Probleme? Es gibt eigentlich keine Probleme. Die Patienten werden vorgestellt, sie werden fachärztlich untersucht und dann entsprechend die Entscheidung getroffen für eine multimodale stationäre Therapie. Und das Asklepios-West-Klinikum ist ein ausgewiesenes Krankenhaus von der Behörde für Schmerzbehandlung. Infolgedessen können wir diese Behandlung durchführen, wenn, wie schon erwähnt, die Voraussetzungen, chronische Schmerzpatient, Versagen von vorher durchgeführten Behandlungen, wenn das alles entsprechend stimmt, wenn die Voraussetzung stimmt, ist es gar kein Problem, mhm, und dadurch ist also diese Behandlung bei uns jederzeit durchführbar. Das hört sich sehr gut an. Das nehme ich so gerne als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Köhler, dass Sie uns von diesem Ausweg aus dem Teufelskreis der chronischen Schmerzen womöglich erzählt haben. Danke. Gerne.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Sendung wieder mit dabei waren, meine Damen und Herren. Vielleicht sehen wir uns ja gleich schon zu einer anderen Sendung wieder. Das kann dann passieren, wenn Sie mal raufsurfen auf unsere Internetseite und sich eine unserer ganz, ganz vielen anderen Sendungen anschauen. Der Link dazu, der heißt www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Und wir haben mittlerweile weit über 100 Sendungen für Sie produziert, wo Sie sich schlau machen können über diverse Krankheitsbilder, alphabetisch geordnet von A bis Z. Also vielleicht bis gleich. Tschüss.